Vielen herzlichen Dank. Und schön, dass Sie gekommen sind, trotz des tollen Wetters. Wir kommen jetzt von Schubert zu Verdi. Das mag dem manch einem ein großer Bruch erscheinen. Ich finde es doch ganz logisch, weil die Stücke, die wir jetzt von Schubert gehört haben, sind ja Lieder und die von Verdi, wie Sie hören werden, sind tatsächlich auch ursprünglich Klavierlieder gewesen und in diesem Fall für Orchester bearbeitet aus einer Feder und zwar von Luciano Berio 1991. Da wird Sie wahrscheinlich das ein oder andere Orchesterdetail überraschen. Auch hier begegnen wir natürlich wieder dem Gretchen im zweiten Lied, De Pietoso Addolorata, ist ihr Gebet im Münster, was Sie auf Deutsch sicherlich alle kennen, ach Neige, du Schmerzensreiche. Auch die anderen Lieder, die wir jetzt dazu gewählt haben, sind zwar nicht in chronologischer Reihenfolge, wie sie eigentlich bei Berio in dem Zyklus waren, aber haben doch alle irgendwie einen Bezug. Das erste ist ein wirklich passioniertes Liebeslied. Und danach kommen, also nach Gretchens Gebet, in dem letzten Lied, Ad una Stella, möchte das lyrische Ich eigentlich irgendwie zu den Sternen und dort, wo sich die Wesen, die dort leben, brüderlich in den Armen liegen, weilen. Und hören Sie doch mal, wie Luciano Berio in dem Nachspiel, in dem Orchester-Nachspiel, sich das anscheinend vorstellt, wie das da oben klingt.